Hallo, herzlich willkommen zu Verstrickt und Zugenäht, Folge 266. Ich bin die Elli und zeige euch, was ich in den letzten Wochen, also sehr vielen Wochen, über gestrickt habe. Ich hatte ein bisschen wenig Strickzeit, ein bisschen, ja, viel Sommer und ja, die Motivation des Strickmojo hat mich ein bisschen verlassen. Also ich hatte auch wirklich Phasen, wo ich abends einfach eigentlich gedacht habe, ach, man könnte es mal wieder stricken, aber ja, ich war einfach auch zu platt manchmal und ja, die Motivation hat ein bisschen gefehlt. Ich habe aber ein bisschen an Socken gestrickt. Ich habe ein kleines Sockenfieber gepackt, also klein, aber ich habe ausschließlich Socken gestrickt die letzten Wochen. Ja, das zeige ich euch dann gleich. Aber bevor ich jetzt loslege, möchte ich euch allen, die mitgemacht haben beim CSD, sei es die mir spenden, in Form von gewerkelten Sachen, genäht, gefilzt, gestrickt, gehäkelt, geschickt haben, bedanken. Und auch bei denen, die finanziell das Projekt unterstützt haben, das waren auch einige. Vielen, vielen lieben Dank. Der CSD in Memmingen war am 1.7. Es war ein Riesenerfolg. Es waren weit über 1000 Menschen da. Es war ein wunderschönes Fest. Es war herrlich. Das Wetter hat mitgemacht. Die Stimmung war bombastisch. Es war wirklich, ja, so richtig alle fröhlich, alle glücklich und es war so friedlich. Wirklich ein ganz tolles Erlebnis, ein wunderschöner Nachmittag und ihr habt einen großen Teil dazu beigetragen, weil ich hatte ja einen Stand zusammen mit einer Dame, die vom Lesben- und Schwulenverband Augsburg da war und die anderen Damen, weiß ich jetzt gar nicht, wie die hießen, die haben auf jeden Fall auch eben Broschüren und Infomaterial rausgegeben. Und wir hatten alle so nebeneinander einen Stand und auch von der Stadt Memmingen waren noch welche da. Es war einfach toll und die Menschen, die sind einfach gekommen, die waren so überwältigt von dieser Großzügigkeit von euch und von diesen wunderschönen Sachen, sei es Socken, Tücher, eben diese gehäkelten Regenbögen, die Armbänder, die waren überwältigt, wie schön das alles gemacht war. Spüllappen waren noch dabei, genau, das habe ich vergessen, Schlüsselbänder, Ketten, es war wirklich überwältigend. Es hat so Freude gemacht und die haben dann auch teilweise natürlich auch gefragt, wer hat das gemacht oder ist das Handarbeit und konnte ich einfach sagen, dass meine Community da so fleißig mitgewackelt hat, dass ich da eben einen Aufruf gestartet habe und so viele Leute so tolle Sachen hergestellt haben. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ein ganz, ganz, ganz fettes, dickes, großes Herz und Dankeschön an alle. Es war wirklich toll. Wir haben wirklich sehr viel Liebe raus an die Welt gebracht, weil eben die Leute, die haben das auch wirklich zu schätzen gewusst. Die haben gesagt, es ist ja Wahnsinn, Socken, Handarbeit. Und die waren auch sehr großzügig mit den Spenden. Also ich habe keine genauen Zahlen, weil es gab eine Spendenkasse, da sind nämlich auch Spenden reingekommen für diese Armbänder, die da verteilt wurden. Die gab's, konnte man auch eben für eine Spende mitnehmen. Das sind solche typischen Festivalarmbänder. Es waren wirklich weit über 1000 Euro. Also die 1000 Euro haben wir auf jeden Fall locker geknackt und damit konnten dann die Bands finanziert werden, die aufgetreten sind. Und es gab ja so einen Festwagen, die Bühne, die Stände, die ganzen Ordner. Es war ja wirklich sehr viel auch an Kosten, die da man auch tragen muss. Und es ist auch, soweit ich weiß, was übrig geblieben, womit man auch schon fürs nächste Jahr das vielleicht schon von vornherein ein bisschen größer aufziehen kann. Weil es war zum Beispiel so, es wurden Bands angefragt. Man konnte denen aber nicht sagen, ich kriege so und so viel für einen Auftritt. Es hieß halt immer, man muss halt schauen, was an Spenden reinkommt, wie viel ihr bekommt. So kann man jetzt sagen, hey, die Band so und so verlangt die in die Gage, die kriegt ihr auch. Aber es war wirklich also ein Mega-Erfolg. Es war wirklich ganz, ganz toll. Und eben, eure Sachen sind so gut angekommen und es war mir so eine Freude, das zu verteilen und eben auch zu sagen, dass ich das nicht gemacht habe, sondern eben so viele Menschen aus ganz Deutschland da so toll mitgemacht haben und eben auch die Spenden. Vielen, vielen Dank. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig für die, die das nicht interessiert, aber mir war es einfach ein großes Anliegen, diesem Punkt gleich vorweg ein großes, ja, großes Danke einfach auszusprechen. Aber legen wir los. Was habe ich denn so gemacht? Ich habe nichts genäht, ich habe eben nur Socken gestrickt. Aber fangen wir an. Ich habe die Film Real Socken fertig. Die habe ich beim letzten Mal euch schon gezeigt, dass die in Arbeit sind. Und die sind fertig. Tada! Meine Film Real Socken. Nach ein bisschen abgewandelter Version. Ich habe ja beim letzten Video euch gezeigt, dass ich, nachdem ich den Schaft gestrickt habe, hier beim Fuß dann auf einmal gemerkt habe, so, da fehlt ja hier dazwischen
dieser weiße Abschnitt. Also ich habe ja so den Mustersatz da ein bisschen verändert, obwohl es ja eigentlich ganz klar steht in der Strickschrift und es eigentlich klar zu erkennen ist. Aber ich habe irgendwie nur bis dahin geschaut, was in der Strickschrift steht. Und habe dann gedacht, ja, das geht dann so weiter. Aber ich habe nicht gedacht, dass dieser weiße Streifen da nochmal dazu muss. Ja, sie sind eben, ich habe extra darauf geschaut, dass ich nicht den gleichen Rapport habe, dass das hier oben eben nicht gleich anfängt. Das war mir ganz wichtig, dass die unterschiedlich werden. Ich wollte einfach gucken, wie es rauskommt, ein bisschen anders. Es hat sich doch ein bisschen ähnlich gemustert, aber ich habe es doch ein bisschen hingekriegt. Die Ferse, so in der Art, habe ich, glaube ich, so auch zum ersten Mal gestrickt. Das ist diese Afterthought Heel, die man nachträglich einstrickt. Also man strickt hier in Runden, strickt dann hier Kontrastfaden ein in der Ferse, den man dann wieder rausmacht und dann im Prinzip das gleiche macht, wie man auch eine Spitze macht. Also man macht hier bei einer Bandspitze Abnahmen an den Seiten. Und dann, wenn man noch, was waren das, 16 Maschen oder so, wenn man eine bestimmte Anzahl Maschen hat, dann wird er mit dem Kitchener Stitch, also mit dem Maschenstich vorne dann zugenäht. Und so war das auch hier an der Spitze. Die Ferse passt erstaunlich gut. Ich bin begeistert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil man ja kein Spickel und nichts hat. Denke jetzt, wenn man einen hohen Widerrist hat, wenn man hier viel Platz braucht, dann ist die Ferse vielleicht nichts. Da ist dann ein Spickel mit Zu- und Abnahmen dann so schon sinnvoller. Aber es ist ähnlich wie bei einer Bumerangferse vom Platz her. Eine Bumerangferse macht man in der Regel auch keine Zu- und Abnahmen. Ja, meine Film-Reel-Socken. Also ab hier habe ich dann den Rapport richtig gestrickt. Und ich habe mich dazu entschlossen, die zweite Socke gleich falsch zu machen. Also den Schaft ohne diese weißen Streifen dazwischen. Und so gefällt mir. So habe ich jetzt doch zwei Socken. Ein bisschen anders. Also so müssten die eigentlich ausschauen. Ist schon hier oben. Verwendet habe ich hier ein Opal-Abo-Knäuel. Da ist noch einiges übrig. Da hat man gar nicht so viel verwendet davon. Das ist, glaube ich, schon vom letzten Jahr, vorletzten Jahr schon ein bisschen älter. Gut abgelagertes Opal-Abo-Knäuel. Und weiße und schwarze Wolle. Das weiße war eben eine Regia, vierfädig. Und das war eine Opal. Die hat mir die Melanie Mielinger abgezwackt von ihrem schwarzen Knäuel. Sie hat ja auch die Filmreel-Socken gestrickt. Die habe ich zusammen mit eben Melanie Mielinger und mit der lieben Petra von Emilias Handgewerkeltem als kleinen Mini-Kai gestrickt. Genau. Und da sind wir schon beim Thema. Die Melanie und die Petra. Also Melanie hat ein neues Sockendesign im Kopf. Sie weiß auch noch nicht, wann es rauskommt. Also es ist noch die Testphase. Und die Petra und ich dürfen eben Test stricken. Ich habe dafür ein Knäuel von Hand gewickelt. Ich wollte die unbedingt anfangen zu stricken, aber ich wollte an dem Abend auch unbedingt eine Serie weitergucken. Also wollte ich mich nicht hier in mein Handarbeitszimmerchen hocken und hier meinen Strang kurbeln. Das geht ja relativ schnell, aber dann habe ich einfach meinen Strang genommen, mir den um meine Knie gewickelt und dann von Hand gewickelt. Das ist sehr meditativ, wenn man das ab und zu macht. Also es dauert ein bisschen länger, als wenn man das natürlich mit einer Haspel und einem Wollwickler hat, aber man kann es auch mal von Hand wickeln. Und das ist richtig schön fest und kompakt geworden. Mir gefällt der richtig gut. Den habe ich ganz gut hingekriegt. Und das ist Wolle, die habe ich von der lieben Alex, von der Eulenwolle Alex, zum Testen bekommen, zum Ausprobieren von der Alex. Und zwar ist das von Schoppel, die Admiral Hanf. Eulenwolle Farbe ist die Krake. Also Admiral Hanf, das ist Sockenwolle mit Hanfanteil. Wie waren das? 67 Schurwolle und, wo steht der Rest? Da, 23 Polyamid und 10% Hanf. Admiral Hanf, Eulenwolle, Farbe Krake. Und das Hanf, der Hanfanteil, das sieht man eben da. Da stehen immer mal wieder so kleine Hanffasernhärchen raus. Also wenn die so lang sind, dann zupfe ich die auch mal raus. Aber so macht es einen schönen melierten Effekt. Man hat immer so ein bisschen diesen weißen Anteil vom Hanf. Also der nimmt ja die Farbe da nicht so gut an wie die Wolle. Und das sieht richtig toll aus. Und das ist das Sockendesign von Melanie. Das werden Sneakersocken. Ich habe noch nicht besonders viel gemacht an dem Teststrick. Eine Fersenwand und eine Ferse. Und ach, man sieht das Muster gar nicht so gut, oder? Ich gehe mal näher ran. Ah, jetzt sieht es besser. Genau. Das ist das Muster, sehr, sehr eingängig, macht wahnsinnig Spaß zu stricken. Ist ein Rapport, glaube ich, über 800
oder 10, 8 oder 10 Runden hat man gleich Intus. Macht sehr, sehr viel Spaß zu stricken. Hinten ist es glatt rechts und natürlich die Sohle auch glatt rechts. Und ich stricke hier mal wieder auf dem Nadelspiel. Ganz selten bei mir, aber das sind Nadeln, die ich testen möchte gerade. Die habe ich auch von der Emilias Handgewerkeltes, von der Petra bekommen. Das sind C-Knit-Nadeln. Da überlegt sie, ob sie die in den Shop nimmt. Das Nadelspiel ist richtig toll. Das ist ein richtig schönes, hochwertiges Holz und die Spitze ist schön. Werde ich euch dann mehr dazu sagen, wenn die dann kommen. Aber die darf ich gerade testen. Genau, das ist ein Teststrick. Ich sage euch dann auch, gebe euch Bescheid, sobald es die Anleitung gibt. Das kann nur ein bisschen dauern. Eins nach dem anderen. Aber ich darf es schon mal zeigen, euch schon ein bisschen anteasern. Und auf den Bildern von der Melanie sieht man das Muster besser als bei meinem Modell. Ja, genau. Dann habe ich noch ein Muster, eine Socke angefangen. Ja, also ich hatte ja wenig Stricklust, aber ich hatte Lust, was Besonderes auszuprobieren. Und wann war das? Im Frühjahr, als die Sock Madness losging, habe ich das, also ich habe bei der Sock Madness noch nie mitgestrickt. Ich bin da immer nur stiller Beobachter und Zuschauer. Mir ist das zu viel Stress, zu viel Zeitdruck. Es kommen auch manchmal Socken raus, die mir gefallen, die mir nicht gefallen oder wo es auch manchmal Socken gibt, die an niemanden wirklich passen. Also ist mir einfach zu viel. Ich beobachte es aber sehr gerne immer. Ich gucke immer, was gibt es für Muster und mache mir dann immer so Notizen, welche ich dann mal beobachte, dass wenn die Sockmatters, wenn die vorbei ist, welche es dann vielleicht gratis gibt oder wo man kaufen kann. Also die werden ja danach dann veröffentlicht. Und ein Sockenmuster hat es mir angetan. Das fand ich faszinierend, weil ich diese Technik noch nie gestrickt habe. Also in Socken schon mal gleich 5-mal nicht. Und ich bin ja immer so ein bisschen immer noch gucken, was hatte ich noch nie, was möchte ich mal. Immer mal, ich brauche immer mal wieder so einen neuen Anreiz. Und eben wenn man in so einem Strickloch ist, wenn man einfach keinen Bock hat zu stricken und dann einem hilft entweder eine simple Stino-Socke zu stricken oder so ein Kick. Ja, den Kick hatte ich, den habe ich bekommen und zwar von der Annette von The Nerd Knits. Die hat eine Sockenanleitung eben bei der Sock Madness dabei gehabt, die hieß Leicht. Und das hat mich fasziniert, weil das nämlich Intarsienstricken ist. Intarsien in Runden. Das habe ich noch nie gemacht und bei Socken auch nicht. Und dann musste ich nämlich schon sofort anfangen. Da habe ich wie eine Besessene eine Socke gestrickt. Yay! Das ist eben diese Socke Leicht von der Annette. Das einzige Manko, was mich ein bisschen stört, ist, dass man bei mir hinten diesen runden Übergang sieht. Aber ich habe auch dann bei anderen Projekten geguckt, sieht man bei allen ein bisschen. Man hat hier so ein bisschen so eine Naht. Hier nicht, weil hier strickt man wieder in Runden. Aber es war ein bisschen. Warum sieht man das? Ich habe die Socke noch nicht gewaschen. Ich habe noch die zweite, nämlich schon angefangen. Tada! Voll weit, nur das Bündchen. Erzähle ich euch gleich warum. Da habe ich nämlich das nächste Drama. Aber ich weiß nicht, ob das beim Waschen dann vielleicht ein bisschen besser wird. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich hatte so einen Spaß. Ja. Ein Megaspaß. Und eben, ich habe mich auch gefreut, weil ich eben Wolle aus meinem Stash verwenden konnte. Hier viele bunte Reste. Und zwar ist das nämlich eine Kaschmir. Das ist die Kaschmir von Regia. Das ist eine sehr hochwertige Wolle in hellblau. Und da habe ich noch so viel übrig. Und die habe ich schon mal für irgendwas anderes verwendet. Ich meine für diese Ducati-Socken, als ich da im Winter meinen Ducati Colorwork-Sockenrappel hatte, die ich da die ganzen Zeitlosen gestrickt habe. Ich glaube, da habe ich davon schon ein bisschen verwendet. Ziemlich sicher. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass das hier wahrscheinlich nicht reicht für die zweite Socke. Drama! Jetzt gibt es diese Wolle bei uns nirgends zu kaufen. Ich habe die damals von Regia, glaube ich, bekommen als Ausgleich, als Entschädigung, weil ich diese Yak-Wolle hatte von Regia, wo mir dieses Yak rauskam, die sich wahnsinnig gepillt hat. Schon nach einmal anziehen, dieser Grauschleier, diese Yak-Fasern rauskommen sind. Ihr könnt vielleicht auch nicht an die Folge erinnern, das Yak kommt raus. Und von daher habe ich diesen Knäuel damals von Regia als Entschädigung oder wie gut man so als Goodie geschenkt bekommen, zugeschickt bekommen. Also es lohnt sich wirklich, wenn man mal einen Knäuel hat, wo was nicht passt, der eben Knoten hat, obwohl er knotenfrei sein soll oder Farbe, was nicht passt am Rapport oder irgendwelche Sachen sind, die sofort filzen oder eben
macht ein Foto, schickt eine E-Mail hin. Die sind echt nett bei Regia. Man bekommt da in der Regel dann immer dann auch nur was gratis. Ja, jetzt ist meine Frage. Hat jemand von euch zufällig auch diese Farbe, dieses Hellblau und ein bisschen was übrig? Ich brauche keinen ganzen Knäuel. Mir würde ein halber locker reichen. Ich habe es gewogen, es wird nicht reichen für... Und einen ganzen Knäuel kaufen für ein bisschen, also ich brauche wirklich nicht viel. Ich kann auch nochmal nachwiegen, wie viel ich bräuchte. Aber ich sage euch erstmal, also das ist die Regia Kaschmir vierfädig. So, in der Farbe, steht das gar nicht drauf. Genau, da steht nämlich drauf Muster. Das ist nämlich ein Muster, was ich da bekommen habe. Jetzt habe ich das prompt an dem Ding abgerissen. Nein, das fehlt. Ein Color, hier müsste es stehen und deswegen steht es hier nicht drauf, weil es ein Muster ist. Jetzt, hier würde nochmal Color und das Farbbad stehen, steht nicht drauf, weil es eben ein Muster ist. Es ist hellblau. Es ist ein richtig schönes Hellblau. Himmelblau, würde ich sagen. Sollte jemand von euch Kaschmir hellblau haben, bitte melden. Mein Plan ist sonst mal so einen Wollladen zu gucken, bei Fischerwolle oder so, dass ich das Knäuel mitnehme, zu gucken, ob es da vielleicht so ein ähnliches Blau gibt bei Internet. Dann habe ich mit Versandkosten, da habe ich echt keine Lust drauf. Und wenn jemand von euch einen Rest hat, also ich würde euch den natürlich auch entweder abkaufen oder mit euch tauschen, dass ich euch dafür ein anderes Wollknäuel, ein ganzes Wollknäuel dafür dann zuschicken würde. Also es muss nicht umsonst sein oder zum Beispiel den Rest von dem Opal oder was auch immer, wir werden uns einig. Bitte. Genau. Ja, und deswegen liegt die jetzt, weil ich schon wieder gefrustet bin, weil mir das dann auf einmal so wie Schuppen von Haaren kommt. Mensch, der Knäuel ist aber klein, da muss nur so viel Socke rein. Da habe ich gewogen, nee, das reicht nicht, wird nichts. Ein bisschen, wahrscheinlich komme ich nur vielleicht bis dahin oder so. Genau, das ist die Socke leicht von Annette The Nerd Knits. Kann man bei Ravelry sich runterladen, ist eine Anleitung, die es auf Englisch gibt. Genau, die Film-Real-Socken gibt es auch auf Englisch, nicht auf Deutsch. Und was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Das dazu, mein Drama mit den Socken. Dann habe ich noch ein paar Socken angefangen. Und zwar hat eine liebe Zuschauerin mir ein ganz liebes Päckchen geschickt. Sie hatte mich was für den CSD gemacht. Und unter anderem war auch was für mich drin. Das war ich so nicht gedacht, aber sie hat mir einen ganz lieben Brief dazu geschrieben. Das hat mich wahnsinnig berührt und mir wahnsinnig gut gefallen. Also vielen, vielen lieben Dank. Du weißt, wenn ich meine, wenn ich jetzt gleich die Farbe zeige, und zwar die da. Das ist Mominoki-Garn aus Berlin, vom Wollen Berlin ist es, glaube ich. Janowo Berlin oder Wollen? Ach, ich verwechsel die beiden immer. Egal, aus dem Wollgeschäft aus Berlin. Janowo Berlin, glaube ich. Und das ist nämlich deutsche Sockenwolle, von in Deutschland gefärbt. Also Mominoki, das ist 75 Merino und 25 Polyamid, Merino Superwash. In der Farbe Lavendel und Lemon. Mega, mega weich. Also Lavendel, Lemon, ultra weiches Sockengarn. Fast zu schade für die Füße wieder mal, aber eben, manchmal muss man sich Luxus gönnen. Und die liebe Zuschauerin hat mir eben diese zwei Knäuel geschenkt, zusammen mit der Anleitung für den Steven West Mystery Socken Knit Along, der gerade läuft. Das sind die Contrast Blast Socken. Also vielen lieben Dank nochmal an dich. Und ich zeige euch jetzt meinen Fortschritt. Es kommt morgen der vierte Teil raus. Drei Teile gab es schon. Wer noch nicht so weit ist, schaut jetzt bitte weg. Ich zeige dir jetzt nämlich, wie weit ich bin, bis zum einschließlich dritten Teil. Und wenn wer nicht gucken möchte, muss einfach weggucken. So, also das ist meine Socke. Ich habe erst eine angefangen. Tada! Ach, die sind mega. Die sind mega. Ich finde die so cool. Ich freue mich riesig. Ich muss mal schnell auf das Sockenbrett drauf machen. Das sieht etwas besser. Moment. Ich habe das noch nicht umgefummelt hier. Ich finde die ja so cool. Ich hätte von mir aus also so einfach nicht mitgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir das nicht, vielleicht danach, aber oft bin ich ja bei so Mystery-Sachen ein bisschen skeptisch und ob das was wird.
Man fängt hier oben an, macht hier eine Verzopfung und dann ist das nur mit Hebemaschen gemacht. Das ist kein Colorwork, wird mit Hebemaschen gemacht und das sieht so klasse aus. Hier ist die Ferse und hier bei den Spickelabnahmen macht man so ganz kleine Verzopfungen. Die sind jetzt ein bisschen verzogen. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Genau, hier macht man so ganz kleine Verzopfungen. Und hier geht es weiter mit diesem Muster, wie es hier oben ist. Und jetzt fehlt hier noch der, ja, ich weiß nicht, kommt nur ein- oder zweiteilig. Ich denke, dass der Rest in einem Rutsch durchkommt. Also das war Teil 1, ging bis hierher. Und Teil 2 war die Ferse, genau, bis war diese Fersenwand. Und Teil 3 war hier der, wie sagt man hier unten? Boah, fehlen halt die Worte. Es ist eine Herzchenferse, so wie ich sie, genau so wie ich sie auch immer stricke. Also einfach hier unten nach der Fersenwand die Herzchenferse mit den Abnahmen. Und ja, jetzt muss ich warten, bis es weitergeht. Morgen kommt der nächste Teil. Macht Spaß. Ich hätte, man kann theoretisch hätte man die zweite Socke schon anfangen können. Da wird empfohlen, dass man die dann in die andere Richtung macht. Da gibt es eben eine linke und eine rechte Socke, da verlaufen dann die Zöpfe nicht da, sondern da. Und ich denke auch diese Treppchen eine andere, aber ich habe jetzt noch keine Lust gehabt. Sonst hätte ich entweder die Knäuel teilen müssen oder jetzt habe ich es gerade von innen, dann von außen, dann habe ich so ein Kuddelmuddel. Nee, ich weiß auch noch nicht, ob ich die andere spiegel, ob ich das auch hier mit den Farben anders mache, dass ich hier mit Gelb anfange. Deswegen, weil ich noch nicht weiß, wie die Socke eben fertig aussieht, wollte ich mir jetzt überraschen lassen. Oder davon abhängig machen, wie es dann rauskommt, ob ich es dann umdrehe. Dieses, dass ich es auf links, also nach links das alles laufen lasse, das mache ich auf jeden Fall. Aber mit dem Farbentauschen war ich mir eben auch noch nicht sicher. Darum habe ich noch nicht angefangen. Das wird gestrickt auf 2,25er Nadeln. Ich habe die Größe 2, glaube ich, mit 60 Maschen gemacht. Ich glaube 2 oder ist es 1? 1 oder 2? 60 Maschen. Und passt super, gefällt und wird gut. So, es klingt gerade das Telefon. Ich hoffe, das stört euch nicht. Genau, das war zu den Socken. Und dann habe ich euch noch was zu erzählen. Oh, ich habe es vergessen herzulegen. Ah, oh, das liegt in meinem Strickkörbchen drin. Die Melanie Mielinger hat mir nämlich wundersüße, hübsche Pferdchen gemacht. Pferdchenmaschenmarkierer. Die sind so toll. Die habe ich jetzt nicht da, aber ich habe es auf Instagram geteilt. Sie hat jetzt Pferdchen in ihrem Shop und ihr Shop hat 25%. Der Etsy-Shop, da gibt es 25% auf, glaube ich, alles. Schaut unbedingt mal rein. Es ist unglaublich toll. So großzügig kauft sie leer, weil sie braucht Platz. Sie muss ihren Lager frei machen, damit sie für Halloween und Weihnachten dann umrüsten kann. Da muss man ja rechtzeitig anfangen und in Produktion gehen und bestellen. Aber es gibt noch ganz viele tolle, schöne Sachen. Maschenmarkierer, Reihenzähler, Fortschrittsmarkierer. Schaut mal vorbei. Richtig tolle Sachen. Tolle Ideen hat sie wieder. Genau. Gut, das war alles, was ich euch erzählen wollte. Ach, was ich anhabe. Zum einen meinen schönen Regenbogenpin. Und das ist das Top Over-the-Top-Tee. Over-the-Top-Tee von Heidi Kirmeier. Das habe ich vor ein paar Jahren gestrickt. Das Besondere ist hier eigentlich hier dieser Bereich. Das wird hier glatt links gestrickt. Hier ist glatt rechts und das hier hat eben so Ecken. Hat hier so kleine Ärmelchen. Da habe ich Wollmeise Lace zusammen mit Ito Kino verstrickt. Also das ist eben Merino-Seidenmischung dadurch. Das Ito Kino ist reine Seide. Und das eine war die Farbe Leicht von. Das ist das hellere von der Wollmeise. Und das dunklere ist das Ito Kino. Da weiß ich die Farbnummer nicht mehr oder Farbname nicht mehr. Und das meliert eben so schön. Das mache ich total gern. Das ist wunderschön angenehm zum Tragen als Sommershirt. Eben weil es halt Merino und oder halt Wolle-Seide-Mischung macht es toll. Genau. So, das sind die aktuellen Sachen, an was ich gewerkelt und gestrickt habe. Ich hänge euch vielleicht noch ein paar Bilder von meinem Pferd dran, von meiner Feli. Die hat natürlich schon auch ein bisschen einen Grund gehabt, warum ich so wenig Stricklust habe. Also ich schwebt im siebten Pferdehimmel. Jetzt kommt ein bisschen Blabla. Wer es nicht mehr interessiert, der kann ausmachen. Aber ich habe einfach so viel Freude und es ist einfach mein Lebenstraum, den ich mir da erfüllt habe. Und die Liebe wächst jeden Tag. Also mein Herz platzt schier. Also wenn ich mir sie mal anschaue, wenn ich mit ihr Zeit verbringe, das ist ja. Und wenn ich nicht bei ihr bin, denke ich auch gefühlt 50-50 nur noch ans Pferd.
Ja, weil es einfach so, genau perfekt passt, weil ich einfach so ein Glück hatte. Kenne ja auch viele andere in meinem Umfeld, die auch Pferde haben, die oft schwierige Zeiten am Anfang hatten oder die Eingewöhnung nicht geklappt hat oder Erwartungen hatte, die nicht erfüllt wurden oder so. Also der Stall, die Umgebung, irgendwas nicht passt, aber muss einfach sagen, ich hatte einfach Riesenglück und ja, die Feli ist einfach mein Traumpferd. Und auch wenn wir beide noch viel zu lernen haben, also sie ist ja von der Ausbildung noch nicht fertig, noch lange nicht fertig, aber wir arbeiten daran. Ich habe tolle Unterstützung, ich habe eine tolle Reitlehrerin, die mir da zur Seite steht und auch so der Freundeskreises, Umfeld, alle passen da einfach, sprechen uns Mut zu und es läuft. Die Feli macht einfach auch tolle Fortschritte. Ja. Genau. Vielleicht hänge ich euch noch ein paar Fotos dran. Wer möchte, kann ja noch gucken. Ja, dann wünsche ich euch frohe Strickzeit. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, dass ich auch da wieder ein Nähmojo habe. Ich möchte unbedingt Projekttaschen nähen. Ich möchte eigentlich noch zwei Sommerröcke nähen. Da habe ich schon Stoff und Schnitt alles vorbereitet. Drückt mir die Daumen, dass ich da vielleicht auch ein bisschen Zeit habe dazu. Und dann gibt es bald mal wieder ein Video von mir. Bis dann. Ciao.